Ja, herzlich willkommen aus dem Seminarraum des Frias. Für die Terrasse ist es heute leider zu nass. Dadurch entgeht Ihnen der Blick auf das Freiburger Münster, was sofort eine Erinnerung für uns gewesen wäre, dass der Wissenschaftsmarkt, in dessen Rahmen ja diese Veranstaltung stattfindet, eben immer auf dem Freiburger Münsterplatz stattfindet. Heute also hier aus dem Frias die zweite Veranstaltung des Wissenschaftsmarkts zum Thema Wissenschaftskommunikation. Speziell heute aus der Perspektive der sozialen Medien. Eingangs vielleicht zwei Punkte zur Kontextualisierung dieses Gesprächs, die mir persönlich wichtig waren bei der Wahl des Themas. Erstens Wissenschaftskommunikation und Pandemie, die hohe Sichtbarkeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in der Öffentlichkeit in den vergangenen 15, 16 Monaten hat die Notwendigkeit von guter Wissenschaftskommunikation gezeigt, hat gezeigt, welche Bedeutung und Dringlichkeit in diesem Bereich herrscht. Zumal ja auch nicht alles glücklich gelaufen ist und das aus ganz verschiedenen Gründen. Jedenfalls hat das Thema Wissenschaftskommunikation durch die Pandemie zweifellos einen ganz neuen Boost bekommen. Und das, wiewohl doch Wissenschaftskommunikation gerade im Bereich der Forschungsförderung und gerade auch für Forscherkarrieren eine so stark gewachsene Bedeutung in den letzten Jahren und ein, zwei Jahrzehnten auch gewonnen hat. Präsenz in den Medien wird zunehmend von der Wissenschaft, sprich von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verlangt. Und das kann man an drei Begriffen in der internationalen Wissenschafts- und Förderlandschaft festmachen. Und es ist auch nicht Zufall, dass diese drei Begriffe alles englische Begriffe sind, nämlich Outreach, das heißt die ausgestreckte Hand hin in die Gesellschaft, informieren über das, was in der Wissenschaft läuft, in einer verständlichen Art und Weise, zum Beispiel eine Veranstaltung wie diese. Zweitens der Begriff Societal Impact, das heißt, Forschung muss zeigen, wo ihre gesellschaftliche Relevanz ist. Und drittens ein Begriff, der vielleicht den wenigsten von Ihnen bekannt ist, nämlich Altmetrics, alternative Metriken. Das heißt, dass es zunehmend jetzt zusätzliche Metriken gibt. Auf der Grundlage werden dann Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bezüglich ihres Forschungserfolgs gemessen. Das heißt, nicht nur an der Anzahl der Forschungsgelder, die sie einwerben, nicht nur an der Anzahl der Publikationen, die sie verfassen, sondern eben gerade auch, wie stark ihre digitale Spur im Web ist. Was tun sie zum Beispiel im Bereich der sozialen Medien? Sind sie auf Blogs, sind sie über Podcasts erreichbar? Strahlen sie die Gesellschaft aus? Diese Altmetriken werden eben auch in der internationalen Forschungslandschaft immer wichtiger. Aber unser Thema heute ist ja nicht einfach nur Wissenschaftskommunikation, sondern es geht eben primär in unseren Terrassengesprächen um die sozialen Medien. Und deshalb wollen wir heute speziell beleuchten die Chancen und die Herausforderungen, aber auch die Risiken, die sich zeigen, wenn man Wissenschaftskommunikation über die sozialen Medien vermittelt. Ja, und hierfür habe ich zwei sehr, sehr kompetente Gesprächspartnerin gewinnen können. Die eine, Julia Wandt, ist Profi in der Wissenschaftskommunikation. Die zweite, Silja Fönicki, ist Forscherin auf einer Reihe von in Politik und Gesellschaft aktuell heiß debattierten Forschungsfeldern. Ich nenne nur künstliche Intelligenz, Biotechnologie. Und sie ist eben auch sehr aktiv in der Wissenschaftskommunikation, was ihre Forschung angeht. Herzlichen Dank, dass Sie beide gekommen sind. Ich möchte zunächst mit Ihnen, Frau Wandt, beginnen und ich möchte Sie kurz vorstellen. Seit Februar leiten Sie hier an der Universität die Geschäftsstelle für Wissenschaftskommunikation und Strategie. Nach 11 Jahren, wo Sie in einer ähnlichen Funktion und als Pressesprecherin an der Universität Konstanz tätig waren. Sie sind zudem Mitglied in zahlreichen hochrangigen Beratergremien zur Wissenschaftskommunikation, zum Beispiel für das Bundesministerium für Bildung und Forschung, für die Hochschulrektorenkonferenz und im Vorstand verschiedener mit Wissenschaftskommunikation befasster Einrichtungen und Verbände. Wissenschaftskommunikation ist sozusagen Ihr Leben, zumindest Ihr berufliches. herzlichen Dank dafür, dass Sie heute Ihre Expertise, Ihre Erfahrungen und auch Ihre Pläne mit uns teilen möchten. Drei Fragen zum Einstieg an Sie, Frau Wandt. Was sind für Profis in der Wissenschaftskommunikation die wichtigsten Lehren aus der Pandemie? Das mal als Erste. Ja, vielen Dank für die Einführung und ich freue mich, hier in dieser Runde zu sein. Die von Ihnen schon angesprochene Relevanz von Wissenschaft würde ich jetzt mal ausklammern, weil ich mich jetzt auf die Kommunikationssicht beschränken möchte. Und was wir auf jeden Fall aus Kommunikationssicht gelernt haben, ist, dass wir die Qualität von Wissenschaftskommunikation
beachten müssen. Ja, das wussten wir schon vorher, aber ich glaube, dass gerade die Diskussionen um ein Thema, was wirklich jeden, jede in der Bevölkerung betrifft, ja, das hat nochmal einen ganz anderen Relevanzfaktor dadurch ja auch bekommen, zeigt, wie verantwortungsvoll, wie transparent und wie wichtig einfach auch weitere Qualitätskriterien und Werte in der Wissenschaftskommunikation sind. Das Zweite, was wir auch direkt am Anfang der Pandemie noch einmal verdeutlicht bekommen haben, das ist auch nichts Neues, aber das ist etwas, was noch mal sehr, sehr stark unterstützt wurde, ist, dass wir in der Wissenschaftskommunikation auf die Methoden und Prozesse von Wissenschaft auch eingehen müssen. Ja, also dass es nicht reicht, dass wir die Inhalte per se oder die wissenschaftlichen Ergebnisse per se, jetzt sagen wir als Beispiel, wie ist die Wirkung von Masken, ja, wie ist die Wirkung von Impfstoffen, sondern dass wir wirklich auch ein Verständnis dafür schaffen müssen, wie WissenschaftlerInnen arbeiten und dass es vollkommen normal ist, dass man auch über einen gewissen Zeitraum, ja, und die Pandemie läuft ja jetzt schon über anderthalb Jahre und wir befassen uns über anderthalb Jahre auf allen Ebenen der Gesellschaft damit, dass es absolut legitim ist, dass es innerhalb dieses Zeitraumes und auch innerhalb kürzerer Zeiträume Erkenntnisfortschritte geben kann in der Wissenschaft und es sie auch gibt. Und dass es deswegen auch sehr legitim ist, dass ich heute als Wissenschaftlerin etwas anderes sage, als ich noch vor 3 Monaten gesagt habe. Ja? Ja. Das heißt nicht, dass ich damals falsch lag, ja? Oder dass ich heute falsch liege. Ja? Das ist ganz wichtig. Und ein dritter Punkt vielleicht, was wir auch stark gemerkt haben, ist, wie wichtig die Anerkennung und Reputation für und von Personen ist, die Wissenschaftskommunikation machen, nämlich vor allem den WissenschaftlerInnen. Ja, also, dass Wissenschaftskommunikation auch in ihrer Bedeutung anerkannt wird, ja, auch in den wissenschaftlichen Einrichtungen selber. Sie ist in den vergangenen Jahren immens gestiegen, auch die Anerkennung. Aber trotzdem, das ist nochmal ein Punkt, der gerade, wenn man sich auf ja, ForscherInnen fokussiert, die jetzt vielleicht auch in den vergangenen Monaten auch sehr, sehr präsent waren in den Medien, in den sozialen Medien, dass da auch gewisse Unterstützungs- und Begleitstrukturen einfach für diese Personen auch sein müssen. Ja. Wir werden auf genau diese Punkte auch nachher noch näher eingehen. Mir fiel auch nur spontan ein, als Sie jetzt nochmal erwähnten, wie wichtig es eben auch ist, die Autorität der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die dann dort in den Medien in einer solchen Frontlinie stehen, dass zum Beispiel ja aber auch teilweise gesagt wird, vielleicht hätten auch häufiger Wissenschaftsjournalistinnen und Wissenschaftsjournalisten dort sitzen sollen. Also ich erinnere nur an MIT, die ja, glaube ich, auch sehr viel getan hat für Wissenschaftskommunikation in der letzten Zeit, ja, die da von einer Autoritätsfalle eben auch spricht, ja, wenn man da die Koryphäen sozusagen, ja, hinsetzt nur. Ja. Ja. Aber welche Rolle spielen jetzt speziell die sozialen Medien grundsätzlich in der Wissenschaftskommunikation? Also welche neue Rolle, weil das ja unser Fokus jetzt heute sein soll, welche neue Rolle übernehmen Sie, die also die traditionellen Medien in der Wissenschaftskommunikation nicht ausfüllen? Ja. Also ich würde gar nicht mehr von neuer Rolle sprechen. Ja, und ich habe mich auch sehr gefreut, dass Sie diese Veranstaltung unter dem Label soziale Medien angekündigt haben. Ja, es gibt immer noch viele Einrichtungen, die in Bezug auf Social Media von neuen Medien sprechen. Ja, und da bin ich wirklich, also da widerspreche ich auch immer ganz stark, weil das sind Medien, die begleiten uns seit vielen Jahrzehnten. Ja, und sie sind da, ja, also ich habe das vorhin schon gesagt, also es ist egal, wie man sie findet, ja, und egal, wie man sie auch im Vergleich zu jetzt vermeintlich dem, was man auch unter Traditionsmedien versteht, ja, wie man sie da bewertet, sie sind da, sie sind Realität von Wissenschaftskommunikation, ja, und deswegen ist es vollkommen selbstverständlich, dass sie eine sehr große Rolle spielen. Ja, also gerade Wissenschaftskommunikation hat ja unglaublich viele Anspruchsgruppen. Oder jetzt, wenn wir jetzt gerade uns auf Ebene einer Universität begeben, da sind es nochmal besonders viele. Ja, da kommen auch noch junge Leute dazu, ja, wenn man jetzt vor dem Hintergrund Studium und Lehre auch schaut. Ja. Und das sind einfach Medien, wo diese Anspruchsgruppen unterwegs sind. Und ich würde sogar so weit gehen, dass es auch einfach Anspruchsgruppen gibt, Zielgruppen gibt, die man auf gar keinem anderen Weg mehr erreicht. Ja? Und es ist
in der Diskussion besser geworden, finde ich, in den wissenschaftlichen Einrichtungen. Und das finde ich auch richtig und wichtig. Aber so Diskussionen, wie es sie vielleicht vor 5 Jahren noch gab, ob man als wissenschaftliche Einrichtung, als Universität sich mit sozialen Medien befassen sollte, ob man da reingehen sollte. Ich finde, die Frage darf sich überhaupt nicht stellen. Und die durfte sich auch vor 5 Jahren schon nicht mehr stellen. Ja? Weil in dem Moment, in dem ich selber als Institution diese Medien nicht nutze, nicht bespiele, nicht sozusagen aufgreife, dann macht es wer anders für mich. Ja, und dann kann es auch durchaus gefährlich werden, ja, wenn dann dort im Namen einer Institution auch kommuniziert wird. Also ganz wichtige Rolle, auch sehr differenzierte Rolle. Ja, also ne, man hat ja sozusagen ganz andere Verbreitungsgrade. Man hat aber auch gerade in der Pandemie natürlich auch gemerkt, dass man ganz andere, ich sage mal, Emotionalisierungsstufen auch hat. Ja, und dass man auch ganz sage ich mal, immense, einfach ne, diese ganzen Kommunikationswege, die Rückmeldewege, die wann und wie, und das ist ja selbstverständlich, dass soziale Medien da anders funktionieren als jetzt zum Beispiel der Rundfunk oder die Zeitung. Und von daher, ja, also Wissenschaftskommunikation kann man nicht ohne soziale Medien denken, und es wird aber zum Glück auch so gesehen, ja. Und welche sind die sozialen Medien, die Sie jetzt zum Beispiel, die Ihre bevorzugten Kanäle sind oder wo Sie sagen, morgens schaue ich als erstes hier einmal rein? Also am meisten nutze ich persönlich Twitter auch, also jetzt für mich persönlich, aber auch immer so vor dem Hintergrund der Institution. Dann kommt auf jeden Fall direkt Instagram und LinkedIn. Xing habe ich mich abgemeldet, ja, weil ich gesagt habe, dass fand ich jetzt nicht mehr so für mich persönlich jetzt relevant. Bei Facebook bin ich noch, da überlege ich aber, ob das sozusagen, wie ich damit weiter umgehen werde. Und also ich würde sagen, Twitter ist ganz oben und dann Instagram und LinkedIn. Ja. Mhm. Also Herr Fönicke, ist das ist auch von Ihnen die primär genutzten sozialen Medien? Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin ja Rechtswissenschaftlerin, und als Rechtswissenschaftlerin behandelt man ja oft kontroverse Themen, und deswegen in der Tat habe ich mich auch den sozialen Medien zugewandt, weil ich dachte, wenn wir publizieren, dann können wir es darüber verbreiten. Instagram nutze ich nur privat, muss ich zugeben, und als Informationsquelle. Es gibt mittlerweile so viele Medien, die auf Instagram sehr schnelle Informationen verbreiten im Bereich der Wissenschaft, aber auch im Bereich der Nichtwissenschaft, dass ich das sehr gerne privat nutze, aber selber hier keinen Kanal habe. Und sonst nutze ich auch Twitter. Und Twitter hat den großen Vorteil, zum Beispiel in den Rechtswissenschaften, dass einfach viele Kolleginnen und Kollegen darauf sind. Das heißt, aktuelle Publikationen bekommt man wahnsinnig schnell mit. Also ich habe einmal einen Vortrag vorbereitet für die Deutsche Gesellschaft für Völkerrecht und nach Aufsätzen gesucht. Und eine Kollegin hat an dem Tag einen ganz aktuellen Aufsatz zum Beispiel gepostet, den ich über alle anderen Kanäle sonst nicht bekommen hätte, genau zu meinem Thema. Also das ist schon eine unglaubliche Schnelligkeit, mit der man ja die erreichen kann, die eben dort auch aktiv sind. Ich glaube aber, dass die Jüngeren, also Schülerinnen und Schüler und Studierende, eher auf Instagram zu finden sind. LinkedIn entdecke ich im Moment gerade erst. Ich finde LinkedIn deswegen gut, weil es noch ein geschützterer Raum ist, vielleicht als Twitter. Twitter ist zum Teil eben auch kontrovers. LinkedIn ist wirklich eher eine Art von Informationsvermittlung an die, denen man so und so folgt, und nicht so kontrovers, finde ich. Ja. Und aber das finde ich. Twitter ja zum Beispiel, das scheint mir jetzt auch aus meiner Erfahrung so zu sein, dass es eben sehr gut auch ist, unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eine gute Plattform, aber jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal, in die Gesellschaft rein, oder? Würde man vielleicht doch eher sich an anderen Medien orientieren? Sie meinen Twitter oder LinkedIn? Also Twitter ist, halt, glaube ich, sehr stark wirklich, sagen wir mal, innerhalb der Wissenschaft sehr, sehr, sehr wichtig, auch von dem, was du gerade gesagt hast, man findet aktuelle Aufsätze und so weiter, ja, aber es ist noch nicht jetzt unbedingt das Medium, mit dem man also groß in die Öffentlichkeit gehen würde. Also ich finde schon, also ich würde auf jeden Fall das unterstreichen, was Frau Fennecke gesagt hat, aber also man merkt das ja auch selber sozusagen, wenn man jetzt sich auch die institutionellen Accounts anguckt, also jetzt speziell zum Beispiel den der Universität Freiburg, da haben wir schon sehr, sehr hohe Reichweiten, ja, und es sind nicht nur WissenschaftlerInnen, also im Gegenteil, also man kann auch wirklich einfach ja an Wissenschaft Interessierte, an der Universität Interessierte und
wo ich sozusagen auch nochmal einen großen Schwerpunkt sehe, ist auch einfach so im Politikbereich, ja, mhm, und im JournalistInnenbereich. Mhm. Also da erreicht man auch schon sehr viele Personen, ja. Mhm. Ja, das würde ich aber auch unterstützen. Also es geht bei Twitter, glaube ich, natürlich Wissenschaftsdiskurs innerhalb der Wissenschaft, aber auch über die Disziplinen hinaus, also Naturwissenschaftler mit Rechtswissenschaftler, und ich glaube in die Politik hinein und in die klassischen Medien hinein wahrscheinlich auch. Die Frage ist nur, was bedeutet breite Öffentlichkeit? Zum Beispiel, wie breit ist Twitter wirklich? Und da bin ich mir nicht so sicher, ob wir wirklich die ganz breite Öffentlichkeit erreichen. Vielleicht ist das eher über Instagram. Und ich glaube, LinkedIn ist noch enger, weil man sich da wirklich nur auf sein Netzwerk konzentriert, so wie ich es bisher erlebt habe. Und Facebook habe ich nie genutzt und nutze ich auch nicht. Bevor ich Silja Fönicke noch zwei weitere Fragen stelle, sollte ich sie vielleicht überhaupt noch mal dem Publikum etwas näher vorstellen. Silja Fönicke ist Juraprofessorin hier in Freiburg. Sie ist Rechtsethikerin, Völker- und Menschenrechtsexpertin, war unter anderem auch früher Mitglied des Nationalen Ethikrats und begleitet Forschung zu verschiedenen neuen bahnbrechenden Technologien seit Jahren aufmerksam, kritisch und beratend. Und daher hat sie auch ihre eigenen Erfahrungen mit Wissenschaftskommunikation, gerade auch über die sozialen Medien, gemacht. Zwei dieser Technologien habe ich vorhin bereits erwähnt. Einerseits Biotechnologie, also zum Beispiel Genmodifizierung von Pflanzen, und zweitens künstliche Intelligenz und ihr Einsatz unter anderem in autonom fahrenden Fahrzeugen oder in autonomen Waffen. Und zu diesem Thema, genauer zum Thema verantwortliche künstliche Intelligenz, ist Silja Fönicke als Mitglied einer Forschergruppe seit knapp 3 Jahren hier am Frias Fellow. Und da wir uns länger kennen, ist es schwierig, auch immer Frau Fönicke zu sagen. Also wenn ich jetzt ab und zu einfach Silja sage, dann spiegelt das nur die tägliche Situation auch wieder. Frau Wand kenne ich noch nicht lang genug. Silja, was war denn dein ganz persönliches Aha-Erlebnis in der Nutzung von sozialen Medien zum Zwecke der Wissenschaftskommunikation? Also die kontroversen Forschungsthemen, die du genannt hast, die begleiten mich schon einige Zeit, wobei ich sagen muss, dass Aufsätze oder Beiträge, die wirklich kontrovers sind, in der Regel auch von den sogenannten traditionellen Medien aufgegriffen werden. Und dann sich eben Diskussionen vielleicht im Rahmen von Twitter dann nochmal entzünden. Also wenn beispielsweise eine Stellungnahme erfolgte zur Frage von CRISPR-Cas und der Regulierung von CRISPR-Cas, also mich interessiert ja immer die Regulierungsseite und die Frage, wie rahmen wir dies normativ ein. Also das ist die Genschere sozusagen. Die Genschere, genau. Also die Genmodifizierung, genau, mittels, genau, der sogenannten Genschere. Genau, mit der Pflanzen verändert werden können, aber auch theoretisch natürlich in die Keimbahn eingegriffen werden kann oder sonstige kontroverse Themen. Dann kann es sein, dass ein Beitrag auch von einer Zeitung aufgegriffen wird und dann wir den reposten und dann sich daran eine Diskussion entzündet. Oder wir haben etwas publiziert in Science, wo es darum ging, dass Insekten genutzt werden, um Pflanzen zu verändern. Es war ein Forschungsprojekt in den USA, hochkontrovers. Und das wurde von den traditionellen Medien aufgegriffen. Wir haben natürlich unseren Beitrag repostet. Und daran hat sich dann die Diskussion entzündet. Und eine interessante Erfahrung war da zum Beispiel, dass eine kritische Stimme zu unserem Beitrag zu der Modifizierung von Pflanzen durch Insekten, das war das sogenannte Insect Allies Projekt, das von der DARPA gefördert wird, die eben Forschungsförderer ist in den USA, der militärisch sozusagen fundiert ist, dass dann eine kritische Stimme sich auf unseren Beitrag gemeldet hat. Wenn man die kritische Stimme aber angeschaut hat auf Twitter, dann hat man gesehen, dass diese kritische Stimme selber, die DARPA, immer wieder repostet. Also es war klar, dass derjenige, der uns kritisiert, enge Beziehungen zu DARPA hat. Und das fand ich ganz interessant, weil man dann eben auch den Kontext sozusagen der Kritik besser versteht, indem man eben auch die jeweiligen Nutzer sich anschauen kann. Und dann muss man sich überlegen, aber da bin ich kein Profi, wann reagiert man auf Beiträge? Wann reagiert man auf kritische Beiträge? Vielleicht direkt dazu auch noch eine Nachfrage, weil ich meine, gerade wenn man auf solchen Hochtechnologiefeldern unterwegs ist, die auch teilweise militärisch sensibel sein können, gesellschaftlich sowieso, und man schaut sich das jetzt in deinem Fall aus einer rechtsethischen Perspektive an,
stellt sich doch die Frage, wie weit soll man dann gehen in der Kommunikation von jüngsten Forschungen und Forschungsergebnissen? Speziell eben, wenn es sich um so sehr sensible Ergebnisse handelt, vielleicht auch mögliche Gefahren für die Gesellschaft damit verbunden sind. Also wie ehrlich, wie offen darf man sein, soll man sein, gerade wenn man auf solchen Forschungsfeldern unterwegs ist? Das, glaube ich, muss man differenzieren, ob man Rechtswissenschaftler ist oder Politikwissenschaftler oder Naturwissenschaftler. Ich glaube, im Bereich der Naturwissenschaften ist die Dual-Use-Debatte mittlerweile angekommen. Die DFG, Leopoldina, haben auch viel getan, um das im Bewusstsein von Naturwissenschaftlern zu verankern. Der Ethikrat hat 2015 eine Stellungnahme herausgebracht. Die Max-Planck-Gesellschaft hat einen Kodex. Und die Regel, die ich gut und richtig finde und damals auch als Mitglied des Ethikrates unterstützt habe, ist, bevor ein Forschungsprojekt beginnt, muss abgewogen werden, Nutzen und Risiken. Und wenn der Nutzen überwiegt, dann darf geforscht werden, er wird gefördert. Und in der Regel, wenn gefördert wird, soll auch publiziert werden. Das wäre meine These. Das heißt, wenn nur durch die Publikation plötzlich die Risiko-Nutzen-Abwägung eine andere wäre, dann würde ich dem Forscher raten, und so steht es auch in den Kodizes, dass nicht publiziert werden soll. Und dann nach der Publikation oder während der Publikation ist die Frage, geht man zudem noch an die Öffentlichkeit? Aber da wäre meine These immer, wenn die Risiko-Nutzen-Abwägung so ausfällt, dass der Nutzen überwiegt, dann bin ich eigentlich für Transparenz, ja. Das halte ich auch weiterhin für richtig. Als Rechtswissenschaftlerin muss man natürlich sich überlegen, in welchem Kontext man einen bestimmten Beitrag öffentlich macht, finde ich. Weil es ist ein Unterschied, ob ich für die Fachdiskurs etwas kritisch erörtere oder über Twitter oder sonstige soziale Medien sozusagen das in die Gesellschaft bringe. Und da würde ich auch sagen, man muss Risiken und Nutzen abwägen. Zum Beispiel die Wuhan-Lab-Theorie, ja, also dass das Virus möglicherweise aus dem Labor kam. Wenn ich dazu jetzt arbeiten würde, rechtswissenschaftlich, dann wäre doch die Frage, sollte ich das jetzt schon publizieren? Weil es natürlich im hochemotionalen, aber auch hochpolitischen Kontext dann aufgegriffen würde, möglicherweise missbraucht werden würde. Und das finde ich, diese Art von Folgenverantwortung muss sich jeder Wissenschaftler selber bewusst sein und auch selber abwägen. Wie sozusagen hoch ist das Risiko, dass ich missverstanden werde? Wie wichtig ist, dass ich das der breiten Öffentlichkeit publiziere? Oder ist es wichtiger, dass wir es erstmal als Fachdiskurs führen? Ja, die Erfahrung hat ja ein Kollege der Universität Hamburg auch in dem Zusammenhang gemacht vor einigen Wochen. Frau Wand, wo sollte man rote Linien einziehen, jetzt mal aus der Sicht der Wissenschaftskommunikationsexpertin? Ja, also vielleicht, um da anzuschließen, und weil Sie es so gefragt hatten, wie ehrlich soll man kommunizieren? Ich würde sagen, ehrlich immer. Ja, das ist ganz wichtig, weil wir reden ja hier über die Kommunikation von Wissenschaft. Ja, und an dem von Ihnen genannten Beispiel gerade von der Universität Hamburg hat man gesehen, dass das Ganze drumherum, um diese Arbeit des Wissenschaftlers und auch der, sage ich mal, der Kommunikation dessen und des Umgangs dann auch danach damit der Universität, dass das nicht nur Einfluss auf die Institution hatte, ja, die Universität selber, sondern auch das Thema Wissenschaft an sich. Ja, und solche Vorfälle, wie ich es mal nennen möchte, kann man sich nicht oft erlauben. Ja? Und da meine ich jetzt auch wieder nicht die Universität, sondern auch für die Wissenschaft insgesamt. Ja? Weil wenn ich dann kritische Personen in der Bevölkerung sowieso habe, ja, die dem Thema Corona kritisch gegenüberstehen, die, ne, der Herkunft sozusagen kritisch gegenüberstehen oder die da auch vielleicht ihre eigene Meinung zu haben, ja? Alternative Fakten ist ja auch ein viel zitierter Begriff, dann ist es, wenn Sie so etwas wahrnehmen und so etwas hören, dann fühlen Sie sich bestätigt. Ja? Und das Vertrauen in die Wissenschaft, das kann ich ganz stark auch durch schlechte Wissenschaftskommunikation natürlich beschädigen. Ja? Und wenn Sie nach roten Linien fragen, ich würde sagen, es gibt ja nicht ohne Grund so etwas, ich habe es am Anfang auch angesprochen, Qualitätskriterien, Werte. Es gibt zum Beispiel die Leitlinien für gute Wissenschaftskommunikation, ja, die vom Bundesverband Hochschulkommunikation und Wissenschaft im Dialog auch in einem wirklich sehr umfassenden Arbeitskreis dann auch erarbeitet worden sind. Und da sind auch so Punkte drin wie Transparenz und Offenheit. Ja. Und ich würde sagen, das sind die
Ziele und die Werte, die ich haben muss in der Wissenschaftskommunikation. Wenn man dann natürlich bei Themen ist, die Sie bearbeiten, ja, wo sozusagen dann vielleicht auch noch rechtliche Aspekte dazukommen, dann muss man natürlich abwägen. Ja, aber das sollte immer nur eine sozusagen inhaltliche Abwägung sein. Ja, also im Idealfall, und das haben wir, ich habe das jetzt mal mitgebracht, also keine Sorge an alle, die vielleicht vom BMBF zuschauen, ich nehme das wieder mit und ich zeige das auch keinem, weil morgen ist erst die öffentliche Bekanntgabe der Ergebnisse der Factory Viscom. Die Tatsache, dass ich vielleicht Angst habe, als Wissenschaftlerin zu kommunizieren, ja, oder dass ich dann vielleicht denke, ich werde auch von meiner eigenen Institution dann nicht geschützt, das sollte kein Grund sein. Ja. Wir wissen, und wir haben das auch hier diskutiert, also es gab insbesondere eine Arbeitsgruppe, die hat sich um Anerkennung und Reputation von Wissenschaftskommunikation gekümmert. Wir wissen, dass das Realität ist, ja, und dass man natürlich auch als Wissenschaftlerin abwägt, auch vor diesem Hintergrund, soll ich kommunizieren oder nicht. Aber da müssten wir noch mehr hinkommen, dass man sagt, dass das kein Grund ist, nicht zu kommunizieren. Ja, aber da ist auch noch etwas Arbeit auf dem Weg dorthin, das ist sehr klar. Ja, aus dem, was wir bislang gesprochen haben, kann ich nur sagen, es ist gut, dass noch einige Punkte auch im weiteren Gespräch vorgesehen sind, die da nochmal drauf aufsetzen. Aber nicht, dass Sie denken, dass nur hier eine Person die ganze Zeit die Fragen stellen muss. Natürlich sind Sie alle, die hier zusehen oder zuhören, auch eingeladen, uns Fragen zu stellen. Schicken Sie also gerne Ihre Frage in den Chat und ich werde das dann hier bei mir sehen und werde Ihre Frage auch einspielen. Also gerne zu jeder Zeit. Ich gehe noch mal ein bisschen in Vorlage, ansonsten werden wir hier regelmäßig auf Ihren Input warten. Ich habe so einen kleinen Teil mir vorgestellt, wo ich mit Ihnen über Spannungen reden möchte und wie Wissenschaftskommunikation mit diesen Spannungen umgehen soll, speziell eben Spannungen, die meines Erachtens in den sozialen Medien auftauchen. Und die ersten beiden Spannungen, die es da gibt, sind einerseits die Spannung zwischen Emotionalität des Mediums, sag ich mal, also eine, ja, was sind das Begriffe, die wir gerne hören, also Erregungsbereitschaft, Empörungspotenzial, also in den sozialen Medien geht es schnell emotional her, versus Rationalität der Wissenschaft, Sachlichkeit der Wissenschaft. Das ist das eine, das eine Spannungsfeld. Das zweite Spannungsfeld, soziale Medien sind schnell, Wissenschaft und der Wissenschaftsprozess ist langsam und kann sich auch noch auf dem Weg ändern. Und man fragt sich eben, wie kann man Verständnis erzielen in der Gesellschaft dafür, dass Wissenschaft ein fortlaufender Erkenntnisprozess eben ist, wo es das datenbasierte Prüfen und Verwerfen von Hypothesen gibt, gefolgt von der Formulierung neuer Hypothesen und so weiter. Also so sieht Wissenschaft aus. Wie kann man das aber, diese täglich geübte Praxis, kommunizieren? Also Frage an Sie beide. Wie kann man jetzt gerade auch die sozialen Medien dazu nutzen, diese Spannungsverhältnisse klar zu machen, mit ihnen zu leben, vielleicht sogar sie zu überwinden? Vielleicht zu dem zweiten Spannungsverhältnis. Das sollte aus meiner Sicht keines sein, beziehungsweise wenn es eines ist, dann müsste man überlegen, wie man dazu kommt, dass es keines mehr ist. Weil wir reden jetzt zwar über soziale Medien, aber die funktionieren ja auch nie losgelöst von allen anderen Kommunikationswegen, ja, die wir haben, auch in der Wissenschaft oder über Wissenschaft. Ja. Und die funktionieren auch nur in Kombination und in Verknüpfung und als Teil mit allen anderen Medien, ja, die jetzt hier auch schon als Stichwort gefallen sind. Ja. Und ich glaube, da schließt sich der Kreis auch wieder so ein bisschen zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass man auch ein Verständnis dafür schaffen muss, wie Wissenschaft funktioniert. Weil ich glaube, dann verstehen auch die NutzerInnen der sozialen Medien, dass das vollkommen legitim ist. Ja. Und dann kann ich trotzdem, auch wenn ich oder gerade wenn ich auf einem Zwischenschritt bin meiner Forschung als Wissenschaftlerin und ich auch weiß, da bedarf es noch einiger Schritte und Wege, dann kann ich die sozialen Medien trotzdem nutzen, ja, um wenn sozusagen klar ist, wie die Medien funktionieren und wie auch sozusagen die wissenschaftliche Arbeit funktioniert. Also da auch würde ich auch wirklich nochmal zu aufrufen, dass man dann nicht denkt, okay, jetzt ist es noch zu früh vielleicht oder ich möchte jetzt gerade nicht über soziale Medien kommunizieren, weil ich vielleicht auch Sorge habe vor dieser Schnelligkeit. Ja,
Und da insbesondere sollten auch die wissenschaftlichen Institutionen, wo die WissenschaftlerInnen sind, auch einfach unterstützen. Ja, also die Schnelligkeit bezieht sich ja gerade drauf, und das war ja auch ein Teil dieser Diskussion in Hamburg. Wann antwortet man, ja, und wie antwortet man? Ja, und selbstverständlich muss man reagieren, ja, bei so etwas, wenn man angesprochen wird. Ja, Sie haben die Frage vorhin aufgebracht im anderen Zusammenhang. Man muss nicht auf jede Meldung oder auf jedes sozusagen Ereignis reagieren. Ja. Aber in dem Fall zum Beispiel, da hätte ich mir gewünscht, dass die Institution auch schneller reagiert und dass da dann natürlich die Institution auch als Unterstützerin der Wissenschaftlerin auch gesehen wird, um diesen Schnelligkeitsaspekt auch so ein bisschen den Druck zu nehmen. Ja. Wie siehst du das? Na, ich glaube, gute Wissenschaftskommunikation muss auf guter Wissenschaft basieren. Und wenn gute Wissenschaft Zeit braucht, dann finde ich es gefährlich, wenn wir Forschende motivieren würden, nur um Klicks zu generieren, schneller zu kommunizieren. Oder sie müssen sehr klar kommunizieren, das ist erstmal eine Arbeitshypothese, ich forsche noch dran. Das kann man ja auch. Genau. Also sowohl Twitter als auch andere Medien erlauben diese Art von Differenziertheit. Emotionalität und Sachlichkeit, ich bin mir da gar nicht so sicher. Also wenn man manchmal auf wissenschaftlichen Konferenzen ist, da geht es auch sehr emotional zu. Und ich habe mal gehört über die Plattentektonik von Alfred Wegener, die er zum ersten Mal dann vorgestellt hat. Und er wurde ausgebuht, weil es so kontrovers war damals und so gegen den Mainstream. Also ich glaube, wenn man kontroverse Thesen vertritt, dann kann das emotional werden in der Wissenschaft und dann wird es natürlich auch emotional außerhalb der Wissenschaft. Außerhalb der Wissenschaft gibt es vielleicht Emotionen, mit denen man nicht gerechnet hat, weil es innerhalb der Wissenschaft einen Mainstream gibt und darauf muss man dann vorbereitet sein. Aber also Emotionen gibt es, glaube ich, überall in und außerhalb der Wissenschaft. Für die Wissenschaft selber ist das Qualitätskriterium natürlich Rationalität und Sachlichkeit. Und das sollte auch transportiert werden. Was sind die wesentlichen Argumente? Warum vertrete ich dieses Ergebnis? Und was sind meine Prämissen? Und oft werden die Prämissen auch nicht dargelegt oder ist es zu komplex, das zu erklären? Und dann wird es schwierig. Mhm. Ja. Vielleicht noch als Ergänzung dazu. Ich glaube, die Rationalität bezieht sich ja auch gerade auf das wissenschaftliche Arbeiten, ja, und auf das Vorgehen, die Themen, also insbesondere jetzt die Corona-Pandemie, das sind ja hoch emotionale Themen, ja, und dadurch stimme ich Ihnen zu, das sind dann, dadurch werden auch die wissenschaftlichen Diskussionen sind wahrscheinlich auch sehr emotional, einfach weil das Thema emotional ist und jeden betrifft. Und noch volle Zustimmung zu dem, was Sie eben gesagt haben, das ist klar, der Kern von Wissenschaftskommunikation ist Wissenschaft, ja, und nur wenn sozusagen auch Inhalte da sind, die kommuniziert werden können, sollte man kommunizieren. Das ist absolut wichtig, das auch nochmal zu betonen. Ja. Ja, ich will auch nochmal aufgreifen, was du gerade gesagt hast, dass es doch häufig auch einen großen Mainstream in der Wissenschaft gibt. Und das ist aber trotzdem ein weiterer Spannungspunkt, den ich hier nochmal aufmachen wollte, denn in den sozialen Medien und ich glaube in den Medien überhaupt, und das hat man auch, glaube ich, jetzt gerade in dieser Pandemiesituation erlebt, besteht doch offensichtlich durchaus ein Interesse an Dissensmaximierung oder schlicht Streit, den man einfach generiert, den man einfach zwischen verschiedenen wissenschaftlichen Positionen versucht, als einen Streit zwischen Personen sozusagen darzustellen unter Wissenschaftlern. MIT nennt das die Konsensdiskriminierung in den Medien. Ja? Und dagegen steht in der Realität eben, dass der weit überwiegende Teil der Wissenschaft in einer großen Anzahl von Bereichen einen hohen Konsens hat, dass diese Dissens eher ein punktueller ist und dass man da über Methoden und über Ansätze und so weiter streitet. Die Frage ist also, wie transportiert man diesen Konsens eigentlich am überzeugendsten in die Öffentlichkeit mittels der sozialen Medien? Und wohl noch schwerer, wie kommuniziert man, dass der Dissens, den man in Debatten hat in der Wissenschaft, nur punktuell und temporär ist? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich glaube, dass gerade auch das wichtig ist, klarzumachen, dass dieser Dissens auch nicht schlimm ist. Also selbst wenn er auch nur temporär ist, er kann ja da sein. Ja? Also auch dadurch ist ja, das macht ja auch den Kern von wissenschaftlicher Diskussion aus. Ja? Und ne, also wir hatten vorhin das Thema des Zeitverlaufes in Bezug auf Methoden und wie Wissenschaft funktioniert. Aber das funktioniert ja auch in Bezug auf Gleichzeitigkeit. Aber unterschiedliche WissenschaftlerInnen arbeiten zu demselben Thema und kommen
zu unterschiedlichen Ansichten. Ne? Das ist ja auch legitim. Ja? Und ich glaube, das mit dem Konsens ist dann schwierig oder das Thema wird sozusagen auch in diese Richtung gebracht, wenn man dann doch Meinungen hat, wo auch die Mehrheit der WissenschaftlerInnen sagt, das ist nicht belegt, ja, und das ist sozusagen nicht wissenschaftlich fundiert. Und diesen Meinungen dann aber quasi, diesen echten Mindermeinungen dann der gleiche Raum gegeben wird, wie sozusagen der ja dann wissenschaftlich belegten Meinung. Ja, weil das ist ja auch nochmal was anderes. Also ich finde, man muss unterscheiden zwischen fundierten und sich auf dem Weg befindlichen, unterschiedlichen, ich verwende das Wort jetzt mal, seriösen WissenschaftlerInnen-Meinungen und dann Mindermeinungen, wo aber klar ist, ne, da ist sozusagen, ne, da wird es auch diesen Konsens nicht geben, weil einfach viele WissenschaftlerInnen sagen, nein, diese These haben wir mehrfach widerlegt. Ja, also ich glaube, wir müssen unterscheiden, ob es ein Scheindissens ist oder ein rationaler Dissens. Und es kann rationale Dissense geben, gerade auch im Bereich der Geisteswissenschaften und Rechtswissenschaften, weil wir da oft nicht, also im Bereich der Philosophie, weil wir keine geteilten Paradigmen beispielsweise haben. Und es ist klar, dass ein Deontologe oder ein Menschenrechtler bei autonomen Fahrzeugen zu einer anderen Programmierung kommt als ein Utilitarist, der sagt, Nutzenmaximierung ist das Wichtigste. Und das wäre ein rationaler Dissens, den ich nicht schlimm finde. Scheindissense, glaube ich, sollten Wissenschaftlerinnen dann zurückweisen. Also wenn gesagt wird, Person A vertritt dies und Person B vertritt dagegen das und es stimmt gar nicht, dann müssen die sich wehren. Ja. Und das machen die, glaube ich, aber auch. Und ich glaube eigentlich auch, dass Konsens gerade über soziale Medien sehr gut dokumentiert werden kann, weil man ja nicht nur die Gegenstimmen hat, sondern auch die Likes. Ja, also das ist natürlich zum Teil auch vielleicht nicht immer repräsentativ, aber ich sehe zumindest auf Twitter oft, dass Kollegen sich gegenseitig auch unterstützen und sagen, genau richtig, das habe ich auch in dem und dem Aufsatz geschrieben. Und man dann vielleicht schon auch sieht, was der Mainstream ist oder jedenfalls auch eine sehr starke Position. Ich habe nebenbei noch ein bisschen in den Chat geschaut. Also da bauen sich einige Fragen auf. Ich bin sehr dankbar und habe gerade eine im Augenwinkel gesehen, die sehr schön eben auch zu dem passt, was ich als nächstes ansprechen wollte, nämlich eine dritte Spannung, die ich hier noch ansprechen wollte, nämlich die Spannung zwischen der zunehmenden Erwartung, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Medienpräsenz zeigen, sich in gesellschaftliche Debatten einmischen, die Stimme der Wissenschaft hörbar machen und dem Erfordernis der Wissenschaftlerinnen dann aber auch diese schützen zu müssen, dann wenn sie wirklich zum Gegenstand von ungerechtfertigten Angriffen und in der Öffentlichkeit werden, über die sozialen Medien werden. Und Marc Herbstritt schreibt eben hier, welche juristische Unterstützung soll eine Wissenschaftlerin, ein Wissenschaftler bekommen für den Fall von strafrechtlich relevanten Vorgängen, Beleidigung, Verleumdung, durchaus in beiden Rollen, Opfer, Täter. Da muss man wohl die Juristin fragen, oder? Ich finde, das ist eher eine universitätspolitische Frage und eine Frage auch des Geldes. Natürlich wäre es toll, wenn alle Wissenschaftlerinnen einen Medienanwalt hätten oder die Uni hätte einen Medienanwalt und würde sagen, Moment, das lassen Sie sich bitte nicht gefallen, das ist eine strafrechtlich relevante Beleidigung. Weiß ich nicht, ob das realisierbar ist. Also strafrechtlich relevante Angriffe sollte sich kein Wissenschaftler gefallen lassen müssen. Das wäre meine These. Ja. Und alles andere ist eine Frage, wie bringt man die eigene Position am besten rüber? Und wie kann man hier möglicherweise auch Unterstützung durch die Institutionen bekommen? Aber vielleicht sollte das auch eher eine Art Training bestehen, dass man vielleicht selber ein Gefühl dafür entwickelt, wann es sich lohnt zu reagieren und wann es sich eher lohnt, nicht zu reagieren. Also wenn die Frage sich jetzt auch explizit auch auf strafrechtliche Vorfälle und solche Dinge bezieht, würde ich sagen, die Institution muss die WissenschaftlerInnen schützen. Ja, also wenn sozusagen diese Reaktionen oder diese Beleidigungen oder diese Vorfälle vor dem Hintergrund passieren, dass eine Wissenschaftlerin, ein Wissenschaftler ihre Arbeit tut, ja, und darüber kommuniziert, dann ist die Institution aus meiner Sicht
ganz wichtig im Hintergrund, um diese Personen zu schützen. Ja, es ist jetzt was anderes, wenn das irgendwie selbstverschuldete strafrechtliche Vorgänge sind. Das ist, denke ich, selbstverständlich. Ja, und ich zitiere ihn jetzt mal, das ist mein Kollege Martin Grund vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig, der war auch mit in der Factory Viscom, und der sagt immer, dass es eine Defense-Unit sozusagen braucht, ja, für WissenschaftlerInnen, die in der Öffentlichkeit ihre Ergebnisse und ihre Forschung insgesamt präsentieren und kommunizieren. Ja? Und man kann die WissenschaftlerInnen dann nicht alleine lassen, ja? Wenn sie das im Rahmen ihrer Tätigkeit tun. Also da volle Zustimmung. Und es gibt ja auch die Personen, also es gibt ja auch die WissenschaftlerInnen, und das ist ja eine ganz große Gruppe auch, die einfach kommunizieren möchten. Ja? Also ich stimme Ihnen zu, natürlich wächst auch die Erwartung, ja, und damit vielleicht auch für den einen, die andere auch der Druck. Ja, aber es muss ja auch quasi den Personen, die Wissenschaftskommunikation gerne machen, die das wichtig finden, ja, die aus sich heraus auch intrinsisch motiviert kommunizieren möchten, dass es denen auch erleichtert wird. Ja, und dazu zählt für mich auch der Schutz der Institutionen, wenn es ja die genannten Vorfälle gibt. Ja. Mhm. Aber darf ich auch eine Frage stellen? Hätte ich eine Frage, gibt es das an Universitäten oder außer universitären Einrichtungen bereits eine Defense Unit? Also ich habe noch nie gehört, dass es praktisch realisiert wird. Ich meine, es wäre toll, aber es kostet ja auch Geld und Organisation. Also dieser Begriff, der kommt jetzt aus unserer Diskussion, okay, in der Factory Viscom. Ja, also das gibt es nicht. Aber was es natürlich gibt, ja, und das kenne ich selber auch von den Universitäten, wo ich bislang gearbeitet habe, wenn es solche Vorfälle gibt, dass man sich dann natürlich, es gibt ja auch juristische Beratung an der Universität, ja, also in Form der Justiziariate. Also das ist dann der erste Schritt, ja, dass man sich das auf der Ebene anschaut. Und wenn es dann wirklich Richtung Medienanwalt gehen muss, ja, oder noch irgendwie eine größere Medienkompetenz, Medienrechtskompetenz irgendwie benötigt wird, als man sie vielleicht hausintern hat, dass man dann weiterschaut. Ich würde sagen, dass, und das war auch so ein bisschen der Punkt der Diskussion, braucht es jede Institution. Mhm. Ja, also man kann ja zum Beispiel sagen, jede Institution schützt im Rahmen ihres Möglichen. Ja, und einiges kann ja auch wirklich durch, ich meine, es sind ja auch RechtsexpertInnen an den wissenschaftlichen Einrichtungen, und die können schon auch einiges bewegen. Ja, und dann könnte man überlegen, ob man dann wirklich für diese ganz dezidierten medienrechtlichen Problematiken, dass man dann vielleicht auch eine Einrichtung hat auf Bundesebene oder so. Ja, das heißt nicht, dass sie vom Bund finanziert sein muss, sondern dass man sagt, dass es irgendwie eine Einrichtung gibt, die dann sozusagen für diese ganz speziellen Fälle auch unterstützt. Ja, aber erstmal, finde ich, ist die Ansprechperson die eigene, oder die Ansprechstelle die eigene Institution, wo die Person arbeitet. Ja. Aber ich finde es schon gut, glaube ich, wenn es ein interdisziplinäres Team ist, weil es geht ja nicht nur darum, natürlich, wie man rechtlich reagiert, sondern auch, Fall, wie man eben dann öffentlich reagiert, also Presseabteilung und so weiter. Das sowieso. Werden. Also die Kommunikationsabteilungen, die sind ja da an den Einrichtungen, und die müssen auf jeden Fall und machen das ja auch, und dafür sind die ja da, die sind ja auch kein Selbstzweck, dann auf Kommunikationsebene unterstützen. Aber den Kommentar hatte ich jetzt so verstanden, dass es insbesondere auch um juristische Unterstützung geht, und die sollte es dann auch zusätzlich geben. Ja. Eine weitere Frage kommt von Henning Krause. Der Hashtag Ich bin Hanna hat gezeigt, dass es in der Social-Media-Kommunikation über Wissenschaft nicht nur um Forschungsinhalte und Fakten versus Fake News geht, sondern auch politische Diskussionen mit Hochschulen und Wissenschaftsorganisationen als Arbeitgeberin. Wie sehen Sie die Möglichkeiten, einen solchen Diskurs öffentlich und dialogisch in Social Media zu führen? Also ich kann gern beginnen. Ich finde, dass einfach die, und ich habe das sehr intensiv verfolgt auf Twitter, die Diskussion unter diesem Hashtag, auch da wieder, sie ist ja da. Ja? Also ich fand es unglaublich beeindruckend, wie viele Personen, also jetzt komplett wertfrei, also egal, wie man jetzt die inhaltliche Diskussion auch bewertet, jetzt einfach aus Kommunikationssicht, also fand ich das sehr beeindruckend, wie diese Diskussion erfolgt ist, ja, und auch wie sie sozusagen sich auch multipliziert hat, und aber auch wie auch der Umgang war. Also ich fand den Umgang jetzt in Bezug auf die Personen selber, also die WissenschaftlerInnen selber, die das Thema aufgenommen haben, fand ich sehr gut. Ja, also da ist man auch sehr, sehr wertschätzend sozusagen miteinander umgegangen. Und
so funktionieren soziale Medien ja auch. Ja? Also die kann man ja jetzt nicht irgendwie steuern oder die kann man jetzt, ne? Also die Diskussion, die ist da und in dem Fall fand ich sie gut und beeindruckend und auch sehr wichtig. Ja? Und dann stellt sich wiederum natürlich auch die Frage, wie geht die Institution damit um, die sozusagen in dem Fall auch adressiert wurde. Ja? Und das war ja als Reaktion auch auf eine institutionelle Kommunikation. Ja? Und ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, dass die Institutionen selber dann auch die Kommunikationsvoraussetzungen haben müssen, um mit solchen Vorfällen oder Ereignissen dann auch umzugehen. Ja. Mhm. Also da zeigt sich dann wieder, wie wichtig auch eine professionelle Wissenschaftskommunikation in der Institution ist. Ja. Also man darf das auf gar keinen Fall unterschätzen. Und auch da, das kommt einfach. Ja. Also das ist dann da und da muss man damit umgehen. Und das kann man dann wieder gut finden oder nicht, dass das da ist, aber man muss dann die professionellen Kommunikationsstrukturen in der Institution haben, um damit umgehen zu können. Das führt mich noch zu einem weiteren Punkt, den wir kurz auch schon gestreift haben, aber der ja eigentlich auf der Hand liegt, nämlich die Ausbildung, das heißt also, sollte man Wissenschaftskommunikation nicht zum Teil der Ausbildung, die wir an Hochschulen anbieten, machen? Die Frage ist, ab welchem Stadium, spätestens ab dem Doktorandenniveau, vielleicht auch schon früher, und welche Elemente müsste denn so eine Ausbildung und müssten Fortbildungsmodule auch für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben? Da haben Sie sich ja sicherlich auch einige Gedanken gemacht in Ihrer Factory Viscom, aber Sie haben sich ja auch sicherlich einiges hier für die Universität Freiburg vorgenommen. Wäre das ein Element davon, dass man solche Trainingselemente anbietet auch? Auf jeden Fall. Also ich finde das sehr wichtig und wir planen das auch für die Universität Freiburg. Es gibt ja durchaus auch schon schöne Angebote, aber dass man das einfach nochmal etwas grundsätzlicher auffasst, das Thema. Und Sie haben es angesprochen, wir haben es in der Factory Viscom auch besprochen und auch dort wurde es wirklich als sehr, sehr wichtig und als sehr, sehr relevant anerkannt. Und zwar auf zwei Ebenen. Es geht nicht nur um sozusagen das Handwerkszeug, ja, also das ist ein Teil dessen, ja, also dass ich lerne, wie kommuniziere ich im Fernsehen, ja, wie gehe ich mit der Kamera um, was ist sozusagen der Unterschied zwischen unterschiedlichen sozialen Medien, wie sind da die Kommunikationsstile, sondern das Wichtige ist auch, und darauf sollte so etwas aufbauen, sind die Punkte, die wir auch am Anfang besprochen haben, ja, also was ist gute Wissenschaftskommunikation, was muss ich beachten, ja, Stichwort Transparenz, zu welchem Zeitpunkt kommuniziere ich? Ja? Mhm. Ist sozusagen die wissenschaftliche Basis schon da, um zu kommunizieren? Ja? Und ich glaube, in dieser Kombination ist es ganz wichtig. Und es sollte auf jeden Fall aus meiner Sicht so im, denke ich mal, so auf promovierenden Ebene beginnen. Ja? Vielleicht schon in Ansätzen auf Masterstudiumsebene vorher nicht, und es war auch irgendwie Tenor in der Factory Viscom, dass man vorher natürlich auch erstmal die Inhalte selber, ja, also da sind wir wieder bei der Wissenschaft an sich, das muss man ja auch erstmal lernen im Studium, ja, und man muss ja auch erstmal die fachliche Kompetenz für bestimmte Themen haben, und dann sollte aber die Kommunikationskompetenz typisch drauf aufbauen, ja, also ganz wichtig. Ja. Gibt es bestimmte Dinge, die du dir auch wünschen würdest als Wissenschaftlerin oder gewünscht hättest schon mal früher? An Unterstützungsmaßnahmen zum Beispiel? Naja, ich bin ja als Wissenschaftlerin groß geworden, da gab es die sozialen Medien noch nicht, ich muss mich outen. Also die erste E-Mail, glaube ich, habe ich irgendwie 1993 oder sowas geschickt und da habe ich ja schon begonnen, dann später 95 zu promovieren. Aber ich fände es für Doktorandinnen und Doktoranden toll, wenn die informiert würden, wie sie präzise und differenziert und trotzdem spannend kommunizieren. Weil es soll ja auch nicht langweilig sein und es soll trotzdem differenziert sein. Mhm. Und also meine Doktoranden bearbeiten auch so tolle Themen und publizieren auch schon. Und ich finde es toll, wenn die ein Training hätten, wo sie vielleicht mal, was ich auch sehr schön finde, sind Podcasts beispielsweise, ob man vielleicht über Podcasts seine Inhalte transportieren kann, um einfach den Diskurs in der Öffentlichkeit anzureichern mit neuester Forschung. Und das fände ich toll. Ja, wäre eine gute Sache. Ist auch eine Frage hier im Chat, inwieweit man vielleicht von den Erfahrungen und Praktiken in anderen europäischen Ländern oder aus den USA lernen kann in dieser Hinsicht? Also hat Deutschland da einen Nachholbedarf oder
bewegen sich alle sozusagen jetzt auf derselben Ebene und man lernt gemeinsam und miteinander und voneinander. Also in Deutschland ist in den vergangenen Jahren wahnsinnig viel passiert in Bezug auf Wissenschaftskommunikation. Ja, also allein, dass ein Bundesministerium sagt, das Thema ist für uns so wichtig, dass wir es zum Teil einer solchen Arbeitsgruppe machen. Oder dass die Universität Freiburg gesagt hat, das Thema Wissenschaftskommunikation ist so wichtig, dass wir es auch auf Universitätsleitungsebene verankern. Aber, und das merken wir auch gerade im Austausch mit europäischen Netzwerken, da gibt es natürlich schon nochmal Dinge, die wir hier auf jeden Fall lernen können. Ja, und das ist auch ganz wichtig, dieser Austausch. Ja, also das sind zum Beispiel auch die nordischen Länder. Ja, also Finnland, Schweden, Norwegen, da ist viel oder auch Belgien, Niederlande, also da gibt es viele gute Impulse. Ja? Und da finde ich es auch gut, dass man dann auch im Austausch mit den KollegInnen sein kann über diese Kommunikationsnetzwerke und dass es auf jeden Fall Gewinn bringt. Ja. Ich habe noch eine Frage, die hier auch im Chat kam. Wie sieht es denn mit dem relativ schnellen Kanalwechsel aus? Eine Frage von Christian Feichtinger. Also Instagram hat ja Facebook abgelöst und nun wird Instagram durch Twitch ersetzt. Sollten und können Institutionen wie die Uni Freiburg da immer up-to-date sein? Wenn nicht, bleibt dann nur der Rückzug auf Twitter. Nein, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nein, nein. Und das ist, also ich bin der Meinung, man muss da up to date sein. Ja, aber das heißt nicht, dass man sozusagen das unreflektiert tut. Ja, sondern dass man, und das finde ich ganz wichtig, man muss mit der Realität gehen. Ja, also auch wir als Universität können ja nicht sagen, wir überlegen uns jetzt, worüber wir die Personen, die wir erreichen möchten, erreichen wollen, sondern das entscheiden die Personen, ja, worüber wir sie erreichen können. Ja, und von daher ist es dann auch wichtig, dass man sich regelmäßig damit befasst. Und man muss es natürlich immer auch vor dem Hintergrund der Ressourcen denken, die man hat als öffentliche Einrichtung. Aber nein, das finde ich ganz wichtig. Ja? Also nicht irgendwie jetzt, ne? Man muss nicht sofort als Institution auf jedes Netzwerk sozusagen reagieren, aber man sollte immer, ja, der Begriff war up to date, der war gut. Also das muss man halt sein und dann auch reagieren, weil sonst, da stimme ich der Aussage vollkommen zu. Also man kann ja nicht in einen Off sozusagen kommunizieren. Ja? Also dann kann man sich die Ressourcen wirklich sparen. Ja? Weil wenn man mit der Kommunikation nicht erreicht, dann ist sie wertlos. Ja. Ich wollte doch noch auf einen Punkt kommen. Wir haben vorhin diskutiert, wann sollte so ein Ausbildungselement, Fortbildungselement auch für Wissenschaftskommunikation beginnen. Sie sagten so Doktorandenniveau, vielleicht Master. Ich habe doch noch mal eine Frage, die auch noch stärker auf Wissenschaftskommunikation als Aufgabe für die Lehre und vielleicht auch für die Studierenden, und zwar auch schon unter dem Masterniveau angeht. Also ich denke jetzt einfach nur an den Glauben der Jugend an die Wissenschaft. Wir denken an Fridays for Future, wir denken noch an Rezo, der damals in seinem Podcast zur Zerstörung einer großen Volkspartei auch eben immer wieder gesagt hat, warum tut ihr denn nicht als Politiker das, was euch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler seit Jahren erzählen? Also die Jugend hat auf jeden Fall diesen Glauben und dieses Vertrauen auch in die Wissenschaft. Warum sollte man nicht einfach auch sie nutzen als wichtige Akteure, die wissenschaftliche Argumente in ihr jeweiliges soziales Umfeld bringen? Und wäre das nicht auch etwas, was wirklich es gibt diesen Begriff der responsiven Universität, das kann man auch zusammenbringen mit Third Mission oder so etwas. Das heißt also, dass sich eine Universität auch wirklich engagiert in ihrer Gesellschaft und auch in der Stadt, in dem Ort, wo sie ist. Kann man nicht also auch so noch unterhalb eines Masterniveaus, sage ich mal, unsere Studierenden dazu bringen, dass sie Mittler sind zwischen wissenschaftlichem Denken, wissenschaftlicher Argumentation und der Gesellschaft? Ist das nicht noch eine viel wichtigere Aufgabe, und wie könnte man das erreichen? Ja, das ist ein ganz, ganz interessanter Aspekt. Ja? Also, dass man sich quasi nochmal löst von diesem Punkt der Ausbildung und wie man es sozusagen selber, also wie man selber auch professionell kommuniziert. Und also muss man sich mal auch überlegen und ist wahrscheinlich auch vor dem Hintergrund, also für mich wäre dann eine Frage, kann ich das als Institution tun? Ja, oder ist es dann, bewegt man sich dann auch auf, sage ich mal, dieser fachlichen Ebene auch? Ja, weil, wie Sie gesagt haben, es gibt natürlich auch bestimmte Themen, ja, Fridays for Future, Klimaschutz. Und das finde ich immer wieder beeindruckend und auch wirklich unglaublich wichtig, wie gerade auch von
Studierenden, SchülerInnen da auch diese Themen einfach aufgenommen werden und unterstützt werden. Ja, also müsste man mal überlegen, wie man das sozusagen integrieren kann. Ja. Viele Studierende sind ja schon aktiv. Also in den Rechtswissenschaften gibt es einige Accounts, die sich nur mit der Vorbereitung zum Beispiel zum Examen beschäftigen. Die sind dann natürlich zum Teil auch sehr persönlich. Ja, dann sagen die, ach, ich habe heute Sport gemacht und ich habe das gefrühstückt und dann habe ich das und das noch gelernt und das Lehrbuch genutzt. Das heißt, die Studierenden sind da aktiv. Ich glaube, als Universität nutzen im Sinne von einbinden, das ist schwierig und sollte vielleicht auch nicht unsere Aufgabe sein. Aber was wir natürlich leisten können, ist, dass wir forschungsbasierte Lehre machen und diese Lehre dann irgendwie Auswirkungen hat und die dann eine Strahlkraft hat oder interessant ist. Und ich glaube, dass durch die Pandemie und durch die Digitalisierung der Lehre vielleicht auch viele Lehrende neue Mittel nutzen. Also zum Beispiel vielleicht mal auch demnächst einen Podcast ins Netz stellen oder ein Video ins Netz stellen. Also mir zum Beispiel macht eigentlich manche Elemente der digitalen Lehre wirklich machen viel Spaß. Und ich finde, da kann man auch noch mal mehr Hintergrundwissen vermitteln als jetzt in 1,5 Stunden oder 2 Stunden Vorlesung, hat ein bisschen mehr Zeit. Und vielleicht inspiriert es ja auch dann die Studierenden zu sagen, ach, den fand ich gut, den Podcast, den retweete ich oder whatever. Ja. Also ich glaube, so geht es, die Studierenden einzubinden vielleicht. Ja, also ich hatte die ganz seltsame Idee, dass man aber vielleicht auch, was weiß ich, Studierende, Doktoranden, Wissenschaftler gemeinsame Faktencheck-Teams zum Beispiel machen, damit man also möglichst schnell auch bestimmten Falschmeldungen, die über die verschiedenen sozialen Medien sozusagen verschickt werden, entgegentreten kann, weil das ja in der Regel sehr schnell passieren kann. Und ich weiß einfach aus Erfahrung, dass das etwas ist, was Studierende sehr gerne machen, wirklich also aktiv und auch gemeinsam eben mit den Dozierenden das zu tun. Und ich fände das eigentlich eine tolle Initiative. Ich weiß nicht, ob es nicht, ich bin auch sicher, das gibt es schon bestimmt an verschiedensten Unis in der Welt, aber ich glaube, dass das vielleicht nochmal ein Gedanken wert wäre, dass man das auch nochmal, dieses Denken verfolgt, dass man nicht immer nur denkt, Wissenschaftskommunikation ist eine Aufgabe sozusagen für die Wissenschaftler und für die Doktoranden, sondern da es eben genau dieses Vertrauen auch gibt und auch den Glauben an das gute Argument, an die Faktenlage, unterschätzen wir das, glaube ich, dass wir da noch viel mehr Kommunikatorinnen und Kommunikatoren haben. Ja, ja. Und ich meine, das schließt ja an das an, was Frau Wönnecke gesagt hat, dass es ja schon dieses Selbstregulativ auch gibt in den sozialen Medien. Ja? Also, dass es dann UnterstützerInnen gibt, die dann Kolleginnen von Ihnen unterstützen, wenn es irgendwie kontroverse Diskussionen gibt. Ja? Und das wäre für mich dann vielleicht so der nächste Schritt, ob man das dann noch ein bisschen stärker auch institutionalisiert. Ja? Und auch sagt, hier, weiß ich nicht, wir unterstützen euch seitens der Institution, seitens der Universität oder wir ermöglichen euch es in bestimmten Rahmen, finde ich eine interessante Idee. Ja. Ja, meine Damen und Herren, also Sie hätten jetzt noch 2 Minuten, eine Frage in den Chat zu stellen. Bevor ich diese Frage sehe, aktuell ist sie noch nicht da, möchte ich doch noch eine Abschlussfrage an Frau Wand stellen, denn Sie als neue Leiterin der Geschäftsstelle, der neuen Geschäftsstelle Wissenschaftskommunikation und Strategie, haben wir sicherlich Ihre Pläne. Was haben Sie für die Universität Freiburg vor? Ja, also erst einmal freue ich mich, das habe ich eben schon angedeutet, dass die Universität Freiburg sich so klar zu Wissenschaftskommunikation bekennt. Ja, und das erkennt man nicht nur dadurch, dass es jetzt diesen Geschäftsbereich gibt im Rektorat, sondern das erkenne ich auch aus den Gesprächen, ja, die ich bislang führe. Sei es auch überhaupt, dass das FRIAS jetzt so etwas anbietet, das ist ein Beispiel. Und was mir vorschwebt, ist, dass wir eine gute Kombination hinbekommen aus Unterstützung in der Wissenschaftskommunikation an sich, also im Tagesgeschäft, dass man sich überlegt, wie und vielleicht auch wie anders noch kann man die Leistungen und die Themen aus der Universität Freiburg kommunizieren und sichtbar machen. Aber was mir auch wichtig ist, ist das Thema Wissenschaftskommunikation selber. Ja? Also dass man sich auch als Institution ein gewisses institutionelles Commitment gibt zu dem Thema. Ja? Und dass man sich überlegt, über die Bedeutung jetzt hinaus, was heißt das eigentlich, wenn ich Wissenschaftskommunikation ernst nehme? Brauche ich dann nicht auch irgendwelche vielleicht Regelungen oder auch Ansätze für den Umgang mit Wissenschaftskommunikation an einer Institution, gerade an einer großen Institution, ja, wie Universitäten es ja häufig sind? Und
Das sind für mich so diese beiden Ebenen. Ja? Also, dass man auf der einen Seite schaut, was kann man im Tagesgeschäft auf Ebene der unterschiedlichen Kommunikationsformen und der Anspruchs- und Zielgruppen tun und was kann man sozusagen für das Thema Wissenschaftskommunikation und damit auch letztlich zur Unterstützung der Wissenschaft selber tun als Institution. Ja. Ja. Ist es das, was du dir auch wünschen würdest, Silja, als Mitglied dieser Universität und der Wissenschaftsgemeinde? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, diese zwei Ebenen zu unterscheiden und auch eine langfristige Idee und Strategie zu haben. Das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Ja, ja, ich glaube, wir haben angekündigt, dass das ein Gespräch sein soll von einer Länge von einer Stunde. Genau die Stunde haben wir jetzt erreicht. Ich möchte mich sehr herzlich bei Ihnen beiden bedanken. Das waren wirklich eine sehr sehr gute und tiefgehende Antworten auch, die Sie gegeben haben. Und da gibt es noch einiges, dem ich auch sicherlich nachspüren werde. Und ich hoffe auch einige unserer Hörerinnen und Zuschauerinnen. Für Sie, die jetzt noch zuschauen, haben wir in den Chat noch drei Hinweise gestellt. Zum einen ein Hinweis auf das erste Terrassengespräch, das vor 2 Wochen, glaube ich, stattfand hier am Frias zu dem Thema, sollte man die sozialen Medien regulieren? Was ist dabei zu bedenken, wo eben das ehemalige Mitglied des Bundesverfassungsgerichts Paul Kirchhoff mit dem Kommunikationswissenschaftler Lars-Henrik Schmidt diskutierte. Da waren einige auch sehr wichtige Gedanken dabei. Heute Nachmittag, wenn Sie mögen, nicht als Teil des Wissenschaftsmarkts, aber trotzdem auch öffentlich, gibt es einen Vortrag zu den Risiken von Wissenschaftsfreiheit, gerade auch von einem Scholar at Risk hier am Frias gehalten, 17 Uhr im Rahmen unserer Vorlesungsreihe Human Rights in Times of Crisis. Und der Abschlussvortrag dieser Vorlesungsreihe Human Rights in Times of Crisis wird am 20. Juli stattfinden und der Vortrag wird gehalten von Julian Niederrümelin und es wird unsere allererste Präsenzveranstaltung sein. Er kommt also hier nach Freiburg und wird am 20.07., ich glaube um 17 oder 18 Uhr, einen Vortrag halten zu den philosophischen Grundlagen und philosophischen Anmerkungen zu Menschenrechten. Wer dazu Lust hat, wir werden das natürlich auch streamen und es wird auch aufgezeichnet werden. Aber es wird auch um die 60 Plätze, hoffe ich mal, geben, wo auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Gesellschaft hochwillkommen sind. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen beiden, bei Ihnen allen fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch weitere interessante Veranstaltungen im Rahmen des Freiburger Wissenschaftsmarkts. Danke für die Einladung. Ja, danke.